Marienkirche in Weißenfels war Veranstaltungsort der Orgelfestwoche vom 20. bis zum 28. September. Und das nicht von ungefähr, feiert deren Orgel doch das 150. Jubiläum ihrer Weihung. Im Hintergrund hören Sie die Orgel leise erklingen. Michael Schönheit spielt heute das Konzert. Und alle Organisten, ob Herr Pfund oder Herr Klusmann oder auch ich, spielen sozusagen Benefiz für die Orgel, weil die Orgel 150 Jahre alt ist und saniert werden muss. Die Orgel ist von Friedrich Ladegast, ein Sohn von dieser Stadt. Und der hat Orgeln gebaut bis nach Wien oder Moskau, hatte selber gelernt und sich inspirieren lassen bei französischen Orgelbauern und hat dann hier ein Instrument gebaut und Organisten eingeladen oder auch Leute eingeladen, hat gesagt, so baue ich meine Orgel, das war ein Werksinstrument und so klingt das. Und jetzt sind 150 Jahre vorüber, jetzt haben wir einen Orgelverein gegründet, wo jeder mitmachen kann, der sich damit einbringen möchte, und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, die Orgel zu sanieren, und zwar so zu sanieren, dass sie klingt wie zu Ladegastzeiten. Doch nicht nur Orgelklänge sind in dieser Woche zu hören gewesen, auch Chor und Gospel standen auf dem Programm. Schnell Entschlossene sollten sich am 27. September bis 19.30 Uhr unbedingt dort einfinden. Das Hallische Percussion Ensemble nutzt die Akustik der Kirche mal auf andere Weise. Wir haben auch mit Michael Schönheit um und über die Orgel gesprochen. Das sehen Sie in einer der kommenden Sendungen in Ihrem BLK Regional TV.